Oh, schau dir diese Rutschen an. Es ist ein richtiges Disneyland für eine Meerjungfrau. Okay, ich bin fertig mit dem Waschen. Jetzt von innen. Aber wer soll deine Rutsche starten? Ich glaube, das schaffe ich schon. Tschüss. Nein, nicht das. Warum? Hilfe. Jetzt bin ich dran. Nicht so schnell. Nur für die Meerjungfrauen. Und du hast keinen Schwanz. Wer ist das? Ich bin hier. Hast du mich vermisst? Nein. Hey, eine Krähe. Schon wieder? Schneller Abstieg. Adios, Krähenliebhaber. Überhaupt nicht gruselig, oder? Hä? Was ist das? Eine Art Karte? Hey, ich werde dein Führer durch die Unterwasserwelt sein. Folge mir. Das Erste, was wir brauchen, ist hier. Deine Krone. Ich glaube, das wird einfach. Dann nimm sie. Kein Problem. Gut, dass ich meine Freunde habe. Nimm sie. Ich sagte doch, es ist einfach. Ich habe die Krone. Was kommt als Nächstes? Oh, lass mich mal gucken. Wow, jede Meerjungfrau wäre neidisch. Aha, erwischt. Was? Nicht er. Beweg dich nicht. Ich rede mit dir. Jump-Jack. Ja. Auf Wiedersehen. Oh, du. Sind das Piranhas? Ah, Hilfe. Guten Appetit. Was kommt als Nächstes? Du kannst es dir aussuchen. Ah. Puh. Gewalttäter gehören nicht in den Wasserpark. Komm schon, schneller. Nicht rennen, es ist rutschig. Puh, das war knapp. Oh, das wird sich als nützlich erweisen. Sie können sich nicht weit von hier verstecken. Hast du irgendwelche Verbrecher gesehen? Kommt hier lang. Sie sind schlau. Danke, wir sind wirklich ein gutes Team. Ja. Oh, das Nächste, was wir brauchen, ist hier. Schau. Du musst da stehen bleiben. Hast du Angst? Nein! Chim-Chick! Hast du Wednesday gesehen? Nein! Oh, das ist schlecht. Ich werde sie für dich finden. Chim-Chick! Was? Du schon wieder? Ich glaube, wir müssen dorthin gehen. Schau, er ist da. Oh nein. Okay, das Spiel ist vorbei. Ich gehe auf Abfangkurs. Spring. Puh, eine weiche Landung. Wow, es ist so cool hier. Wednesday? Warte. Nimm deine Creme. Oh, das ist schon viel besser. Du hast mich gerettet. Danke. Oh, hallo Qualle. Autsch, begrüßt du so deine Gäste? Hilfe, kein Problem. Du bist so nett. Wirst du sie bestrafen? Hey, immer mit der Ruhe, Boss. Auf Wiedersehen, Qualle. Nein. Wow, ich glaube, wir können etwas daraus machen. Aber was? Ich habe eine Idee. Was ist mit den Ohrringen? Warum habe ich nicht daran gedacht? Warte eine Sekunde. Wo sind sie hin? Habe ich sie verloren? Sie haben mich ausgetrickst. Ich bin bereit. Fülle die Formen mit Heißkleber. An die Ränder. Bestreue sie mit Glitzer. Jetzt brauchen wir die Perlen. Fädle sie auf eine Angelschnur auf. Erstaunlich. Mit einer Heißklebepistole werden wir die Quallen mit einem Faden verbinden. Schau dir unsere Ohrringe an. Hübsch, nicht wahr? Wow, die stehen mir wirklich gut. Was denkst du? Wow, noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich werde sie um jeden Preis finden. Nimm sie weg. Ich habe einen Ausweg gefunden. Fischen ist hier nicht erlaubt. Aber nur für die Besucher. Deine sind auch ziemlich gut. War das schon immer hier? Oh ja, sie hat den Köder geschluckt. Aha, erwischt. Oh nein. Diesmal entkommst du nicht. Oh nein, wir müssen hier raus. 3 Punkte. Mal sehen, wie du jetzt lachen wirst. Hey. Du hast dir das falsche Mädchen ausgesucht. Wohin sollen wir als Nächstes gehen? Versuchen wir es hier entlang.
Okay, ich frage mich, in welchem Schließfach das Oberteil der Meerjungfrau ist. Vielleicht in diesem? Du weißt nicht, dass du anklopfen musst. Hey, hör auf zu schreien. Was war das für ein Geräusch? Und da ist sie. Du kannst dich nicht verstecken. Alpha Squad, ich habe die Schließfächer blockiert. Lasst uns die Operation beginnen. Vielleicht ist sie hier? Hol sie dir. Leer. Okay, keine Spielchen mehr. Ich weiß, wo du bist. Dann mach dich bereit. Kumpel. Ah, Monster. Gib's mir. Lecker. Danke, es gehört dir. Oh, da kommt der Nachtisch. Ist das ein Kompliment? Ah, gern geschehen. Diese Manieren. Danke. Schneller. Und ich will dich nicht mehr sehen. Wir müssen abhauen. Warte mal. Wir schaffen es nicht ohne dich. Zum Krankenhaus, schneller. Was ist denn da los? Sie war zu lange an Land. Alles, was übrig ist, ist ihr Schwanz. Was für ein Albtraum. Doktor, werden Sie sie retten? Die Situation ist kompliziert. Baby, halte durch. Was? Es war also eine Falle? Oh, du. Verstehst du? Es hat funktioniert. Hä? Du kannst mich nicht aufhalten. Er hat den Verstand verloren. Das wird ihn wieder zur Vernunft bringen. Ja. Oh, ich lasse sie als Trophäe da. Puh, du bekommst sie nicht. Was redest du da? Meine Pfeife. Gib sie zurück. Ich flehe dich an. Fangt ihn zuerst. Nein. Halt durch. Ich rette dich. Lass mich dir helfen. Ah. Viel Spaß beim Schwimmen. Fertig. Wir können zurück zur Karte gehen. Ich weiß, wo wir hingehen werden, um die Tasche zu holen. Ich glaube, das ist der Ort. Es muss oben sein. Was? Du schon wieder? Ein Duell? Ein Duell. Wow. Gefällt dir der Preis? Nur für den Schnellsten. Und die Tasche gehört dir. Oh, du wirst es nie kapieren. Das werden wir ja sehen. Verzieh dich. Wie kannst du es wagen? Meerjungfrau, Hilfe! Zum Trick! Du wirst es dir zweimal überlegen, bevor du schummelst. Ciao, ciao! So schnell! Wirklich schnell! Wow, das ist ein neuer Rekord! Geh zur Seite! Na? Na und, habe ich gewonnen? Deine Punktzahl ist höher. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Sieg. Das kann nicht sein. Hier ist deine Belohnung. Danke. Lass uns hier abhauen. Das brauche ich nicht. Wow, was für eine Schönheit. Ein echter Schatz. Du kannst sie alle in eine Halskette stecken. Hier hast du sie. Tolle Idee, danke. Und wir leeren den Sack gleichzeitig aus. Fertig. Hey, was ist denn hier los? Dachtest du, das war's? Probier den Whirlpool. Wir müssen ihn aufhalten, sonst macht er alles kaputt. Ich kann den Dreizack nicht erreichen. Komm zu mir. Leute, wir können nicht ohne euch auskommen. Bitte like dieses Video, dann können wir entkommen. Ich flehe euch an. Nur ein Like und alles wird gut. Bitte. Wir zählen so sehr auf euch. Komm schon. Chum chick. Es hat geklappt. Das war's. Mach dich bereit für unseren Umzug. Oh! Du hast uns gerettet. Ich kann's anprobieren. Gefällt's dir? Sieht toll aus. Hast du noch deine Beine? Das ist ja furchtbar. Es ist Zeit, den Schwanz zu holen. Er ist ganz in der Nähe. Wenn wir es wirklich brauchen, dann gut. Toll. Schimpfig. Wow. Was ist das? So interessant. Und was ist da drin? Cool. Wofür ist das? Geh rein. Und du wirst es herausfinden. Ich? Ernsthaft? Du siehst nicht so aus, als würdest du Witze machen. Ich bin drin. Was kommt jetzt? Entspann dich. Es wird gar nicht wehtun. Ist sie wirklich eine Zauberin? Und jetzt der Trick. Wo bist du? Ich mache mir langsam Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Andere Beine? Nein, bitte. Ich mache nur Spaß. Hier ist dein Schwanz. Probieren wir ihn an. Chum-chick. Wow, sie ist wirklich eine Zauberin. Wow. Was für ein schöner Schwanz. Ich danke dir. Oh.
Halt dich fest, ich rette dich. Ich glaube, das schaffe ich schon selbst. Los, Schere, komm. Ich habe heute einen großen Fang. Was? Verloren? Das verzeihe ich dir nicht. Das könnte sich als nützlich erweisen. Genau. Ich weiß. Gib etwas Lipgloss auf den Pinsel. Und mit Hilfe des Netzes bekommen wir die perfekte Waage. Ich finde es großartig. Und das Letzte? Der rote Lippenstift. Erdbeere. Magst du ihn? Sehr schön. Das kommt als Nächstes. Mal sehen. Es ist noch ein Labor übrig. Na und? Lass uns gehen. Du schon wieder. Was ist das? Lecker. Hey, das ist meins. Gib es zurück. Es ist zu spät. Ach, wirklich? Schwanzschlag. Oh, du kannst mich nicht besiegen. Ist das eine Krähe? Wo? Kia! Mein Kopf! Sieg! Entspann dich, Huggy. Es ist Zeit, unsere Karte zurückzubekommen. Mal sehen, was du drauf hast. Na, na, na. Oh, da ist ein Süßigkeitenlager. Gib es zurück. Es gehört mir. Ich habe es nicht erwartet. Irgendein Müll. Noch einer? Gib es zurück. Okay, okay. Ich glaube, ich hab's gefunden. Gib mir eine Sekunde. Wie ist das hierher gekommen? Ich habe gerade meine Zeit verschwendet. Oh, Sebastian? Warum bist du hier? Dieser Psycho hat mich eingesperrt. Du wirst mich doch befreien, oder? Natürlich. Los geht's. Kannst du die Kette loslassen? Sie ist so lang. Ah, es hat geklappt. Lauf. Warum ist es so still? Hey Baby, bist du zu Hause? Seltsam. Vielleicht ist sie losgezogen, um Fischfutter zu kaufen. Hey, komm raus, wir müssen reden. Was ist das? Hier hat jemand einen Schatz vergessen. Wir müssen nachsehen. Ich komme ja schon. Puh, ich bin müde. Hab ich dich. Jetzt wird dich niemand mehr retten. Oh nein. Lass mich los. Aber nein. Du wirst mir alles bezahlen. Hilfe! Okay, du hast es so gewollt. Sebastian! Aua! Meine Nase! Hör auf damit! Das tut weh! Lass mich los! Du hast mich schon wieder gerettet. Ich werde das Gleiche für dich tun. Schnipp, schnapp, wir müssen uns beeilen. Danke, Sebastian. Du bist toll. Ich kann nicht. Wer bist du denn ohne Maske? Tschüss. Das Letzte, was noch fehlt. Wo finde ich einen Wachsschmelzer? Hey Mädchen, braucht ihr meine Hilfe? Schau, was ich gefunden habe. Wow. Darf ich mir das mal ansehen? Vielleicht willst du sie stehlen. Hier gehört alles mir. Lass mal sehen. Ich habe einen Wachsschmelzer. Gib ihn zurück. Was hast du getan? Hast du den Verstand verloren? Hey Baby, ich bin's. Hi. Du siehst furchtbar aus. Was ist los? Gib's mir. Oh, das ist ja furchtbar. Ich bin jetzt ein Augenbrauenfisch. Ich sehe, du hast einen Wachsschmelzer. Oh ja. Kannst du helfen? Natürlich. Gib etwas Wachs dazu. Schaffst du es jetzt? Ich glaube schon. Schalte den Wachsschmelzer ein. Warte. Jetzt können wir die Mischung auf die Augenbraue auftragen. Ich hoffe, es klappt. Out. Was für eine schöne Brise. Na und? Du siehst toll aus. Aber du brauchst neue Augen. Ja. Aber wo kann ich sie bekommen? Sie sind nicht auf der Karte. Warte, ich finde es heraus. Hallo? Zum Checklieferung. Zum Checklieferung. Ich komme ja schon. Können wir unser Paket bekommen? Spiel das Spiel zuerst. Viel Glück mit dem Preis. Wow, hier gibt es so viele Sachen und alles ist so klein. Ich verstehe das nicht. Hey Leute, ich brauche eure Hilfe. Schreibt in die Kommentare, in welcher Hand sich unsere Linsen befinden. Rechts oder links? Danke. Tolles Spiel. Schönen Tag noch. Jetzt besser? Ich brauche einen neuen Look. Wow, du siehst aus wie eine echte Meerjungfrau. Deine Krone. Wow, es gibt immer noch ein Geschenk auf der Karte. Es ist da. Los geht's. Ist es wirklich hier? Oh, ich hab's gefunden. Skibidi-Dop-Dop. Überraschung. Ich habe auf dich gewartet. Was sollen wir tun? Ich werde dich retten. Chum-Chick. Skibidi-Dop-Dop. Oh nein, mein Dreizack. Rette dich, ich werde ihn aufhalten.
ich muss mich umziehen. Nicht mein Stil, was ist denn sonst hier? Oh, perfekt. Keiner wird mich erkennen. Ich denke, das wird reichen. Das Leben ist so ungerecht. Wir werden dich vermissen, Prinzessin. Lass es los. Lass es los. Ist sie wirklich weg? Ich denke schon. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ich hätte nichts gegen ein kaltes Getränk. Was? Es ist gefroren. Ich bin wieder am Leben. Meine Zunge. Oh, Elsa, du bist wieder da. Du bist mein Retter. Lass mich dich küssen. Was? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, wir wären füreinander geschaffen. Es tut mir leid, aber ich respektiere die Zahlen. Ich muss gehen, aber ich werde dich nicht mit leeren Händen zurücklassen. Wenn du mit mir zusammen sein willst, solltest du so aussehen. Hier ist die Anleitung. Wow. Ich bin bereit für diese Herausforderung. Er ist so wählerisch. Okay, warte nur ab. Was für ein Albtraum. Sie ist so sensibel. Was ist mit dem Mittagessen? Was für ein Irrenhaus. Und wenn ich es nicht schaffe? Nein. Für Kevin bin ich zu allem bereit. Ich kann mir unsere Hochzeit schon vorstellen. Okay, zurück in die Realität. Die Lippen. Ich muss sie größer und heller machen. Hey, Elsa. Versuch sie einzuklemmen, dann werden sie größer. Olaf, du bist ein Genie. Aua, das tut weh. Vergiss nicht, dass Schönheit Opfer erfordert. Kann ich etwas anderes opfern? Weniger Worte, mehr Taten. Oh, Olaf, hast du den Verstand verloren? Du könntest mir wehtun. Okay, dann kann ich den Lipplumper wegwerfen. Olaf, warum hast du es mir nicht gezeigt? Ich hoffe, es ist nicht wieder ein Streich. Toll. Und vergiss das Wichtigste nicht. Das Handbuch? Nein, das Lipgloss. Hoffentlich hilft es. Toll. Trick, trick. Das ist ein Meisterwerk, Olaf. Wir haben es geschafft. Und was kommt jetzt? Rote Augen? Das kann ich auch. Ich habe eine Idee. Wenn ich lange nicht blinzle, werden sie bestimmt rot. Okay, lass es uns versuchen. Elsa, lass mich in Ruhe. Was ist denn mit dir los? Ich versuche, meine Augenfarbe zu ändern. Okay, ich helfe dir. Folge mir. Dieser Weg ist so seltsam. Du solltest besser den Zaubertrank machen. Schlangen, Spinnen, wir können alles gebrauchen. Je reichhaltiger die Brühe, desto reichhaltiger die Farbe. Oh nein, ist das eklig. Das ist es. Versuchen wir es. Süße, öffne selber deine Augen. Was denkst du? Es ist okay. Okay. Nur die Rosen sind noch roter als das Blut. Das ist das Einzige, was helfen kann. Wow, es ist rot geworden. Das sind die Augen eines echten Vampirs. Hinreißend. Jetzt muss ich mein Lieblingskleid loswerden. Hey! Reg dich nicht auf. Du wirst in deinem neuen Kleid viel besser aussehen. Puh, ich hab's nicht kaputt gemacht. Schau zu und lerne. Kevin, lass mich los. Schatz, vielleicht musst du das nicht. Okay, sei nicht sauer. Oh, ich habe noch gar nicht angefangen. Dann lass uns aufhören. Oh, ich habe eine Idee. Chum Trick. Kevin, wie hast du das gemacht? Ich liebe es. Ich habe dir gesagt, dass ich der Beste bin. Ja, wir sind noch näher beieinander. Ich will es eigentlich nicht, aber ich brauche ein neues Make-up. Ah! Hey, du bist hier unheimlich, nicht ich. Bitte tu mir nicht weh. Ah! Du kannst mir die Laune verderben, aber nicht mein Make-up. Du wirst es bereuen, dass du dich mit der Tochter der Fjorde angelegt hast. Wo ist er hin? Du glaubst, du kannst weglaufen?
Nimm das. Ich werde dich vernichten. Und lass mich jetzt in Ruhe. Hast du es kapiert? Was? Okay, das war's. Du kannst nicht weglaufen. So ein Freak. Das wirst du mir büßen. Wahnsinn. Ich war noch nie hier. Hier bist du. Folge mir. Und was ist das? Kevin? Was macht er da? Was ist hier passiert? Ah, Olaf, lass mich los. Oh nein, ich muss sie aufhalten, bevor sie sich gegenseitig verletzen. Warte, das ist Elsa. Was machst du? Das Wetter ist toll, nicht wahr, Olaf? Oh, Kevin, das ist nur der Staub in den Augen. Ich stimme zu. Wann hast du das alles geschafft? Was ist hier los? Es ist nur ein Smalltalk. Wir sind die Jungs. Ich habe dich ganz vergessen. Kann ich mir deine Pfoten ausleihen? Perfekt. Hast du das bemerkt? Oh, du siehst toll aus. Die Würden eines Vampirs sind seine Zähne und sein Umhang. Wow, lass es mich anprobieren. Das kann ich nicht. Es ist ein Geschenk von meiner Mutter. Okay, dann mache ich selbst eins. Was meinst du? Oh nein, ich zeige dir den Trick. Hast du eine bodenlose Faust? Puste auf die Faust. Mit Vergnügen. Chum chum chick. Sieh dir die Kraft der Vampirmagie an. Wie hast du das gemacht? Wow. Ups, der Trick ging schief. Du bist witzig. Und praktisch. Bin ich jetzt ein Vampir? Leute, schreibt uns in die Kommentare, was euer Lieblingszaubertrick ist. Wir sind gespannt auf eure Antworten. Wir sollten einen eigenen Stil hinzufügen. Wow, ich habe keine Worte. Wow, die Zahlen wachsen. Und ich bin wirklich glücklich. Kumpel, ich fliege schon, seit ich ein Baby war. Das ist eine echte Freiheit. Ich bin immer in der Höhe. Ich will das auch. Wenn es dir nichts ausmacht, helfe ich dir. Verstanden? Wiederhole es jetzt. Mache ich mich gut? Versuch das Gleiche, aber in der Höhe. Du schaffst das. Zweifle nicht an dir. Ich gebe dir nur den Anstoß. Sicherheit über alles. Mach dich bereit. Und? Kevin, was machst du da? Olaf? Geht es dir gut? Puh, ich habe es nicht kaputt gemacht. Das war toll. Ich will das nochmal machen. Dann werde ich es auch versuchen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Komm schon. Schatz, hör auf. Ich zeige es dir. Du kannst das auch. Das scheint nicht schwer zu sein. Wuhu, das hat geklappt. Mal sehen, was noch übrig ist. Weiße Haut. Oh, ich bin ein Profi darin. Olaf! Siehst du? Nur ein paar Sekunden. Was hast du getan? Nicht bewegen, ich repariere es. Sieht gut aus. Okay, fertig. Das ist ja furchtbar. Ich sehe aus wie Ronald McDonald. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, wie ich es selbst machen kann. Die Milch wird meine Haut definitiv aufhellen. Lass uns ein paar Rosenblütenblätter für den Geschmack hinzufügen. Und natürlich die Cornflakes. Mein Gesichtselixier ist fertig. Es ist lecker und gesund. Oh, ich spüre es. Was ist das? Ein schöner Bonus. Wow, das ist mal ein ausgewogenes Mittagessen. Okay, noch eine Tüte. Kevin, sieh dir nur das ganze Chaos an. Ach, komm schon. Gib es mir. Du bekommst es erst, wenn du den Tisch abräumst. Nein, ich habe es gerade warm gemacht. Und jetzt kannst du es auf die blauen Flecken tun. Ich werde das nicht so stehen lassen. Oh nein, Kevin.
Oh, tut mir leid, Schatz, das wollte ich nicht. Warte, diese Farbe steht dir. Sieht toll aus mit deiner Augenfarbe. Kevin, das ist nicht lustig. Warte, wirklich. Was ist mit unseren Zahlen? Wuhu, wir sind noch näher dran. Wow, coole Handschuhe. Ich will die gleichen. Wo ist denn meine Strumpfhose? Ich kann sie nicht finden. Warte mal. Okay, alles klar. Folgt mir. Okay, Chef. Psst, wir dürfen es nicht vermasseln. Gib mir Deckung. Bleib immer wachsam, die Bullen können jeden Moment kommen. Leute, was ist das, ein Kindergarten? Komm schon, du bist 300 Jahre alt. Eigentlich 300 und ein halbes. Du wurdest erwischt. Okay, du kannst dich selbst spielen. Und woher hat er sie überhaupt? Ich habe eine Idee. Ich werde die Handschuhe noch cooler machen als in der Zeitschrift. Du musst nur die Socke aufschneiden und die Strumpfhose in zwei Hälften teilen. Ja. Es ist wirklich trendy. Aber Perfektion hat keine Grenzen. Die leichten Schnitte werden meine rebellische Natur zeigen. Wow, das sieht toll aus. Und die Kompatibilität ist gestiegen. Das ist toll. Ich bin so schön. Aber ich brauche die Reißzähne. Vielleicht klappt das ja mit den Eiszapfen. Ich weiß es nicht einmal. Schatz, kannst du sehen, ob das Baby frisch ist? Ah! Oh, du bist so witzig. Süße, ich habe dir etwas mitgebracht. Ja. Was? Du brauchst die Reißzähne. Verstehst du das? Aber ich habe sie nicht. Oh, warte, ich habe eine Idee. Nur ein paar von ihnen und... Hey, was machst du da? Das ist ja so cool. Das ist ganz und gar nicht cool. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Ich muss sie nur abmessen. Aha. Ich kann nicht ohne einen Mini-Frisierer auskommen. Viel besser. Was soll ich jetzt tun? Schau, jetzt habe ich auch die Reißzähne. Du kannst deine nehmen. Toll, lass mich dich küssen. Nicht jetzt. Hast du die Kompatibilität vergessen? Oh, ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Mein Makeover ist fast vorbei. Schatz, lass mich dich ansehen und küssen. Beruhige dich, Kumpel. Und ihr seid ein gutes Paar. Oh nein, geh mir aus dem Weg. Ich habe ein Stück Kuchen, das auf mich wartet. Wow. Jetzt bin ich ein hundertprozentiger Vampir. Es fehlt nur der Umhang. Es ist viel besser. Dreh dich um. Du siehst toll aus. Schau in den Spiegel. Ich habe es dir gesagt. Jetzt lass uns das Makeover beenden. Es ist Essenszeit, Schatz. Okay, gib es mir. Jetzt. Ich bin zu Hause und nicht mit leeren Händen. Stiehlst du wieder, Kinder? Ich konnte nicht widerstehen. Hör auf, wie kannst du das tun? Sie ist so klein. Ja, das macht sie noch leckerer. Steh auf, Baby. Schlaues Mädchen. Und versuch ja nicht, sie zu berühren. Was für ein Langweiler. Du bist so hübsch. Willkommen in der Familie. Ah. Wo warst du? Hast du überhaupt die Zeit gesehen? Wir dürfen am ersten Tag nicht zu spät kommen. Okay. Sie schreit uns immer an. Hey, warum geht sie nicht auf? Ich bin ein Vampir. Hm, hast du das gesehen? Du bist ein Verlierer. Ich hätte dich fressen sollen. Was? Hör nicht auf sie, Baby. Okay, ich nehm's zurück. Aber fass mich nicht an. Mama, ich habe Angst. Baby, hab keine Angst. Jeder macht das durch. Schau. Wow. Werde ich auch so aussehen? Natürlich. Es braucht nur ein bisschen Zeit und Geduld. Das ist unser Familienalbum. Schau mal. Warum bin ich nicht hier?
Wir bringen das jetzt in Ordnung. Gefällt dir das Foto? Wir werden es hier neben die anderen Fotos tun. Verräter, ich liebe dich so sehr. Das hat sie mir nie gesagt. Okay, was soll's. Ich fliege weg. Wow, das will ich auch machen. Geht's dir gut? Ich glaube, sie wird bald müde werden. Oder nicht so bald. Komm schon, flieg. Ich kann nicht. Oh Gott, warum? Okay, ich habe eine Idee. Was würdest du ohne mich tun? Wir brauchen ein Stück dickes Papier. Zeichne die Konturen der Flügel. Dann schneidest du alles aus. Tschumtschick. Unsere Schablone ist fertig. Und jetzt bringen wir sie auf den Stoff auf. Verwende den weißen Marker für die Konturen. Lass keine Linie aus. Wenn alles fertig ist, können wir den Stoff zuschneiden. Wiederholung. Tschumtschick. Jetzt fehlen nur noch ein paar Details und die Teile, um die Flügel zu befestigen. Tschumtschick. Toll. Nicht einmal der oberste Vampir hat solche Flügel. Baby, komm zu mir. Wow, Mommy, ist das für mich? Das stimmt. Danke, das ist das beste Geschenk. Jetzt geht's los. Ein echter Vampir braucht Flügel und Reißzähne. Lass uns deinen Biss üben. Okay, ich bin bereit. Bis hier. Knirschen. Und das war's. Du kannst es, komm schon. Ist das aus Plastik? Nein, ich will nicht. Igitt. Ach, komm schon. Warte, ich weiß. Und hier ist alles, was ich brauche. Lasst uns zuerst etwas Gelatine anrühren. Jetzt fügen wir Rot hinzu, damit es echt aussieht. Das Blut sollte dick und süß sein. Jetzt stecken wir unsere Leckerei in den Handschuh. Schütte es hier hin und lass es abkühlen. Na und? Wollen wir es jetzt probieren? Aber wir müssen unser Blutgelee vor dem Training einfrieren. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.